Ja, wir sind ja bei der Kanuscheune und haben heute eine Einladung zum Empfang vom KC Potsdam. Alle Weltmeisterschaftsteilnehmer sind hier zusammengekommen und alle Sponsoren, die Landesregierung, alle, die so einen Anteil daran haben und wo an dem Erfolg sind heute zusammengekommen, um ein gemütliches Bier zu trinken und einfach gute Gespräche zu führen und einen schönen Abend zu haben. Bei jedem unterschiedlich natürlich, bei mir ist es der Weltmeistertitel im K4 500 Meter, was mich natürlich sehr stolz macht. Wir sind da sehr glücklich darüber, dass wir unseren Titel verteidigt haben. Diesmal ist es kein Weltrekord geworden wie im letzten Jahr, aber wir hatten Gegenwind und die Zeit ist letztendlich auch irrelevant oder spielt nicht so eine große Rolle, wenn man die Spitze vorne hat. Das ist eigentlich das, was am Ende zählt, welche Medaille man umhat, und das war in diesem Fall ganz genau die richtige. Allen Gästen, allen Freunden, natürlich in erster Linie allen Sportlerinnen, allen Sportlern und allen Trainerinnen und Trainern natürlich herzlich willkommen. Die Kanuscheune ist glücklicherweise mal wieder dicke Macke voll und hat auch einen Grund, warum das so ist. Vor einer Woche, knapp einer Woche, gab es die Weltmeisterschaften in Portugal und ich glaube, selbst die kühnsten Optimisten haben nicht damit gerechnet, dass unsere Sportler und Sportlerinnen mit 5 Goldmedaillen und 2 Silbermedaillen aus Portugal zurückkommen. Und die Zukunft wünsche ich mir natürlich, dass ich gesund bleibe, weiter meine Leistungen abrufen kann, auch im nächsten Jahr natürlich, wo es dann schon um die Olympiatickets geht. Und dass ich gesund durch den Winter komme, viel trainieren kann und dann im nächsten Jahr ähnlich erfolgreich in die Saison starte und die Saison abschließe. Das ist auch eine Ausnahme, es wurde heute schon gesagt, es war noch nie so, dass der Kanu Club 18 Medaillen geholt hat bei den Meisterschaften. Also für uns dafür nochmal aller herzlichen Glückwünsche dafür. Wir haben uns, wie gesagt, sehr darüber gefreut. Ich möchte aber außerordentlich nochmal den Trainer gratulieren. Ist ja schon der Ralf Welke angesprochen worden, aber Arndt Harnisch und Jörg Galetzin, die beiden anderen Trainer, die mit euch ja diesen Höhepunkt vorbereitet haben. Ja, ein toller Abend mit einer tollen Bilanz von der Weltmeisterschaft, 5 Goldmedaillen und weitere Medaillen hätte man nicht erwarten können. Und ich freue mich natürlich auf einen tollen Abend mit den Medaillengewinnern. Und es ist und bleibt der erfolgreichste Kanu-Club dieser Welt. Und allein Sebastian Brendel und Ronny Rauer haben ja allein 25 Goldmedaillen in den letzten Jahren gewonnen. Das muss jetzt mal einer als Bilanz aufweisen. Insofern ein tolles Ergebnis und auch Beleg dafür, Brandenburg gespielt. Was der Erfolg ist? Hm? Na, ich denke, Erfolg definiert jeder so für sich persönlich und wenn man mit seiner Leistung zufrieden ist. Wobei natürlich jeder zum Wettkampf fährt, denke ich, um zu gewinnen und bestmöglich abzuschneiden. Ich bin seit klein auf hier in Potsdam und habe hier auch alles mitgemacht und er unterstützt mich. Und ohne den Verein wäre ich ja gar nicht so weit gekommen. Dann mein Glückwunsch. Dankeschön.